This is Rumenex, we don't want to die in hospital. C'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich rede über Patientenverfügungen und ich habe mir dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale besorgt. In dem Buch sind viele Sachen drin, die ich gut finde. Es sind Textbausteine drinnen. Es werden mehrere Themen angesprochen. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Testament. Am Anfang gibt es 5 Punkte als Motivation, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln. Es gibt eine Anleitung oder einen Algorithmus in 7 Schritten zur Patientenverfügung. Wir haben, oder ich habe heute Morgen über die Gründe für eine Patientenverfügung gesprochen. Geschlossen habe ich mit gut zu wissen, niemand darf gezwungen werden, eine Patientenverfügung aufzusetzen, wenn ein Altenheim oder Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt. Ist das ungesetzlich? Wenn ein Altenheim oder ein Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt, ist das ungesetzlich. Das heißt, die dürfen das nicht tun. Wir sind beim nächsten Punkt angekommen. Der Punkt besteht aus einer Doppelseite, 14-15. Entscheidet nicht automatisch mein Ehepartner für mich, wenn ich keine Patientenverfügung habe, ist als Frage formuliert. Das Ganze gliedert sich in 2 Absätze. Was passiert ohne eine Patientenverfügung? Und hier gibt es Rat und Hilfe. Ich werde heute vorlesen, was bei was passiert ohne eine Patientenverfügung steht. Und ich mache direkt darauf aufmerksam, dass es hierzu ein interessantes Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt. Solche Urteile kann man einsehen kostenlos über die Verwaltungsgerichte. Man muss da mit dem Ausweis hingehen und die helfen einem weiter, das zu finden. Wer sich dafür interessiert, sollte das tun. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Ich lese vor, was die Verbraucherzentrale hierzu geschrieben hat. Da gibt es auch eine Internetseite zu, die werde ich gleich auch nennen. Und dann lege ich mal los. Entscheidet nicht automatisch mein Ehepartner für mich, wenn ich keine Patientenverfügung habe? Tatsächlich wird es im Alltag häufig so gehandhabt. Es ist aber rechtlich nicht korrekt und der Ehepartner kann nicht verlangen, Entscheidungen zu treffen, wenn der Arzt ihn nicht einbezieht. Lässt sich der Wille des Patienten nicht ermitteln, muss der Arzt bei Gericht einen gesetzlichen Betreuer beantragen. Das kann, muss aber nicht der Ehepartner sein. Nochmal, das ist wichtig. Als Ehepartner kann man nicht verlangen, Entscheidungen zu treffen. Der Arzt muss einen einbeziehen. Wenn man keine Patientenverfügung aufgesetzt hat und der Wille desjenigen, der da behandelt wird, sich nicht feststellen lässt, muss ein gesetzlicher Betreuer von einem Gericht gestellt werden. Der Arzt muss den beantragen. Und es besteht die Möglichkeit, dass das der Ehepartner sein kann. Es ist aber nicht zwingend, dass der das ist. Deshalb sollte man eine Patientenverfügung aufsetzen, damit das geregelt ist, auch aus Rücksicht dem Ehepartner gegenüber. So, jetzt kommen wir bei dem Abschnitt, den ich vorlesen wollte. Was passiert ohne eine Patientenverfügung? Liegt keine Patientenverfügung vor, entscheiden die Ärzte über die Behandlung. Dabei sollen auch Verwandte und Freunde hinzugezogen werden.
Gibt es einen Bevollmächtigten oder einen vom Gericht bestellten Betreuer? Muss sich dieser mit dem Arzt über den mutmaßlichen Willen des Patienten verständigen? Es empfiehlt sich daher, eine Patientenverfügung nicht isoliert zu sehen, sondern zusätzlich eine Vorsorgevollmacht mit der Befugnis zur Vertretung in medizinischen Angelegenheiten aufzusetzen. Weitere Informationen dazu stehen auf den Seiten 25 und folgende. Also, das Gericht bestellt einen Betreuer und der muss sich mit dem Arzt über den mutmaßlichen Willen des Patienten verständigen. Und dann läuft die Behandlung hoffentlich so ab. Wenn man das anders will und klar sein soll, wer das ist, braucht man sowas wie eine Vorsorgevollmacht. Das Thema Vorsorgevollmacht wird auch in diesem Buch behandelt. Ich werde da sicherlich auch irgendwann drauf zurückkommen. Ich rede jetzt erstmal nur über Patientenverfügung. Zu Vorsorgevollmachten gibt es, glaube ich, auch. Hier gibt es eine vorgefertigte Vorsorgevollmacht mit Möglichkeiten anzukreuzen und was einzutragen. Auf den ersten Blick sieht die auch ziemlich gut aus. Wer sowas will, da geht es auch um sowas wie Verträge und Finanzen. Es gibt hier die Möglichkeit, zusätzliche Punkte anzukreuzen, Gesundheitsangelegenheiten. Sieht gut aus auf den ersten Blick. Da eine solche Vollmacht nicht immer die Einrichtung einer Betreuung überflüssig macht, ist es sinnvoll, zusätzlich eine Betreuungsverfügung zu verfassen, um einen Wunschbetreuer zu benennen. Okay, habe ich durcheinander geschmissen. Vorsorgevollmacht. Okay, ich kenne mich damit noch nicht aus. Ja, ich lese mal weiter vor. Eine Verfügung, Betreuungsverfügung, da geht es, glaube ich, darum, dass das auch über den Tod gültig ist. Man verfügt immer etwas, wenn man will, dass das über den Tod. Ein Testament ist zum Beispiel eine Verfügung, glaube ich zumindest. Naja, wir werden sehen, wenn ich das hier durch habe, sollte ich vielleicht auch mal weiterhin weiter gucken. Seit einiger Zeit wird im Bundesrat und Bundestag darüber diskutiert, dass Ehepartner auch ohne schriftlich vorliegende Verfügung oder Vollmacht in Gesundheitsfragen füreinander eintreten können. Geplant ist eine gesetzliche Änderung, die ab Herbst 2018 in Kraft treten soll. Dann dürfen Ehepartner automatisch füreinander entscheiden, auch zu lebensgefährlichen Eingriffen oder der Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen. Nur wenn jemand dies nicht will, muss er das schriftlich festhalten. Das Gesetzgebungsverfahren war bei Drucklegung des Ratgebers im September 2017 noch nicht abgeschlossen. Wir hatten in der Zwischenzeit Bundestagswahl. Es sind Koalitionsverhandlungen. Wenn das noch nicht abgeschlossen ist, ja, es muss noch zur Abstimmung gebracht werden. Bitte. Erkundigen Sie sich im Zweifel auf der Internetseite der Verbraucherzentrale nach dem aktuellen Stand. Jetzt kommt die Internetseite www.vz-ratgeber.de/aktualisierungsservice. www.vz-ratgeber.de/aktualisierungsservice.
durch eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung versetzen Sie eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens rechtlich in die Lage, Ihre Wünsche umzusetzen und Entscheidungen in Ihrem Sinne zu treffen. Gelingt keine Einigung, wird das Betreuungsgericht eingeschaltet und Richter entscheiden über die weitere Behandlung. Dritte, also Angehörige oder Freunde, können jederzeit auch selbst das Betreuungsgericht anrufen, wenn sie den Eindruck haben, dass der Patientenwille nicht angemessen umgesetzt wird. Okay. Also, so wie ich das verstanden habe, geht es hier um den Fall, dass keine Patientenverfügung vorliegt. Es gibt auch Leute, die keine machen wollen, weil ihnen das Thema unangenehm ist. Und an der Stelle, wenn man möchte, dass bestimmte Personen sich um was kümmern, braucht man eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung. Ja. Gut. Das war's. Für diese Folge.